Hey ihr Lieben, Film läuft, ich auch. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es mal ein Video außer der Reihe. Ja, der Steffen, der Running Steff, der hatte die Idee, dass ich doch mal ein paar Videos über die Ernährung der Läufer machen soll. Grüß dich, mein Guter. Ja, ich weiß nicht, ob ich da der Richtige bin. Ich bin eine ganz schöne Naschkatze und achte da eigentlich gar nicht so sehr drauf, dass ich mich ständig gesund ernähre. Ich habe so die Meinung, wenn ich so viel Sport mache, da kann ich mir auch ein bisschen was erlauben. Ja, aber ich will damit mal einen Anfang machen. Ich trinke jeden Tag meinen Schluck vom Ingwer-Shot. Und wie man den selbst macht, das zeige ich euch heute mal. Das Video habe ich schon lange auf Lager und wusste gar nicht, ob ich es euch überhaupt zeige. Aber hier ist es. Ja, wenn man jeden Tag draußen unterwegs ist wie ich, dann ist die Gefahr natürlich doch gegeben, dass man sich erkältet. Grundsätzlich ist man schon ganz schön abgehärtet, aber ich will lieber auf Nummer sicher gehen. Ja, mit einem sogenannten Ingwer-Shot, der Schluck der Götter, geht das ganz gut. Die gibt es mittlerweile auch überall so zu kaufen, im normalen Handel sogar. Aber ich zeige euch heute mal, wie ihr euch die selber machen könnt. Dazu braucht ihr folgende Zutaten. Apfelsaft. Agaven-Dicksaft, ihr könnt auch Honig nehmen, dann ein Teelöffel Kurkuma, findet ihr in der Gewürzabteilung. Es gibt aber auch online Kurkuma zu bestellen, da ist der Kurkuminanteil sehr hoch. Also das ist ja ein natürliches Antibiotikum, was wirklich sehr gesund sein soll. Ich habe jetzt das normale Gewürz aus dem Gewürzschrank genommen. Ja, 3 bis 4 Zitronen. Wenn ihr große Zitronen habt, reichen 3. Bei meinen mickrigen Dingern hier, dann nehme ich mal 4. Ja, und das absolute Nonplusultra, eine Ingwerwurzel. Wir fangen mal mit den Zitronen an. Die halbiere ich. Denn wir brauchen ja davon nur den Saft. Und dann presse ich die aus. Den Zitronensaft gebe ich in so ein Gefäß von einem Smoothie Maker. Ja, den müsst ihr auch haben, also irgendein Mixer tut es auch, aber das ist echt praktisch. Ja, ganz schön viel Zitronensaft von 4 kleinen Zitronen zusammengekommen. Ich habe Kochsendungen früher immer gehasst, ich hätte nie gedacht, dass ich mal selber eine mache, aber heute ist es halt mal soweit. So, dann nehmt ihr den Ingwer, dann wird der Ingwer geschält. Also 100 Gramm Ingwer, 3 bis 4 Zitronen, 100 Milliliter Apfelsaft und 100 Milliliter sind es dann auch von dem Agaven-Dicksaft und ein halber Teelöffel von dem Kurkuma. Dann wird der Ingwer in kleine Würfelchen geschnitten. Könnt ihr das auch so schnell wie ich? Ja, und das kommt auch mit hier rein. Alles zusammen. Dann habe ich das heute hier schon mal vorbereitet. Ja, das ist das Kurkuma-Gewürz. Dadurch wird alles so richtig tiefgelb. Das färbt ganz schön. Es kann sogar sein, dass nach einer Weile der Nutzung eure Flasche dann auch gelb ist und gar nicht mehr so richtig sauber wird. So ging es mir auch schon. Den Agaven-Dicksaft dazu. Und zum Schluss noch den Apfelsaft. Das hat bei mir jetzt 500 Milliliter ergeben. Das ist ein bisschen viel. Also ich habe wahrscheinlich ein bisschen viel Apfelsaft genommen. Aber das ist egal. Also so 400 bis 500 Milliliter werden das. Und jetzt geht's ab durch den Mixer. Und fertig ist der Ingwer-Shot. Ja, die Portion hier reicht für eine Woche und hält sich da auch gut, wenn ihr die in den Kühlschrank stellt. Ich nehme dann jeden Tag bloß
So, ein kleiner Schluck. Ja, ich trinke es nicht auf nüchternen Magen. Ich habe ein bisschen einen empfindlichen Magen, der verträgt das nicht so. Müsst ihr mal testen. Nach dem Frühstück ist dann vielleicht am besten. Ja, jetzt steht einem heftigen Intervalltraining draußen nichts mehr im Wege. Heute war übrigens Tag 133 von meiner Streak. Seit 1. Januar bin ich jeden Tag unterwegs und halte es tatsächlich durch bis jetzt. Fühlt sich ganz gut an. Ja, das war heute mal ein Video außer der Reihe. Ja, weiß nicht, schreibt mal drunter, ob ihr mehr davon wollt oder ob ich es lieber lassen soll. Ich danke euch fürs Zugucken. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.